In 6 Tagen jährt sich die Unterzeichnung des Pariser Abkommens zum 5. Mal. Der Weltklimagipfel, der in diesem Jahr in Glasgow stattfinden und in dem die Nachbesserungen beschlossen werden sollten, wurden wegen der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben. Auch die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, die Klimaziele für Europa bis zum Jahr 2030 noch in 2020 festzulegen. Das Europäische Parlament hat mit einem Klimagesetz ein deutliches Zeichen gegeben, in welche Richtung es gehen soll, nämlich steil nach unten mit den Emissionen von Treibhausgasen, die für die Klimakatastrophe maßgeblich sind. Im Oktober, vor 2 Monaten, wollten die EU-Regierungschefinnen darüber entscheiden, welches Land welche Anstrengungen umsetzen muss. Doch auch diese Entscheidung wurde verschoben. Und zwar auf den 11. Dezember 2020, also in 5 Tagen. Dass es zu einer Entscheidung kommt, ist mehr als fraglich, weil sich die EU-Länder zum Beispiel gerade um die Verteilung der Corona-Hilfen streiten, weil viele in der Union nicht hinter dem 60% Klimaziel des EU-Parlaments stehen, weil sich ein Teil der EU-Staaten gegen strengere und schärfere Ziele sperrt. Verschieben, aufschieben, unter den Tisch fallen lassen, nicht beschließen. Und wenn es zu Entscheidungen kommt, sind sie zu schwach, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Warum, fragen wir uns, bleiben die politischen Taten so oft hinter den Zielen und Maßnahmen zurück, die erforderlich sind, um das Pariser Klimaziel zu erfüllen? Dabei gibt es klimapolitische Bestrebungen ja nicht erst seit gestern. Seit 1992 in Rio de Janeiro verhandeln Staaten über den Klimaschutz. Und dennoch sind die CO2-Emissionen unvermindert weiter angestiegen. Und sie tun es noch immer.